Hi and welcome to my channel. In today's video, we are going to learn how to arrange invitations and meetups. We will also learn how to say yes or no to invitations, as well as how to communicate if you are going to be late. Hättest du Lust, morgen vorbeizukommen? Hättest du Lust, morgen vorbeizukommen? Would you like to come over by tomorrow? Lass uns am Samstag bei mir treffen. Lass uns am Samstag bei mir treffen. Let's meet up on Saturday at my place. Magst du am Nachmittag vorbeikommen? Magst du am Nachmittag vorbeikommen? Would you like to come over in the afternoon? Now, if you want to accept the invitation, then you can say, Danke, ich komme gerne, freue mich schon. Danke, ich komme gerne, freue mich schon. This means, thanks, I'm glad to come, looking already forward to it. You can also say, sehr gerne, danke für die Einladung. This one sounds a bit more formal, but you can also use it in informal situations as well as in formal situations. Let's repeat. Sehr gerne. Danke für die Einladung. I'd love to. Thanks for the invitation. Ich komme mal auf einen Sprung vorbei. Ich komme mal auf einen Sprung vorbei. This is very spoken language. And it means, I'm gonna drop in for a second. Now, if you want to say no to the invitation, then you can for example answer, Am Samstag wird es zeitlich bei mir leider etwas eng. Am Samstag wird es zeitlich bei mir leider etwas eng. Means, I don't really have much time on Saturday. Ich denke, dieses Wochenende wird es leider etwas schwierig. Ich denke, dieses Wochenende wird es leider etwas schwierig. This means, unfortunately, I think this weekend is going to be a bit difficult. Am Samstag sieht es leider nicht so gut aus. Wie wäre es mit Sonntag? Am Samstag sieht es leider nicht so gut aus. Wie wäre es mit Sonntag? Unfortunately, Saturday won't really work. How about Sunday? Am Samstag habe ich schon etwas vor. Vielleicht die Woche darauf? Am Samstag habe ich schon etwas vor. Vielleicht die Woche darauf? I do already have plans for Saturday. How about the week after? You can also answer, vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht ein anderes Mal. Maybe another time. Another common answer is, mal sehen. Let's repeat. Mal sehen. Means, well, let's see, maybe yes, maybe not. Now, if you want to fix the time, then you can ask, wann geht es denn bei dir? Wann geht es denn bei dir? When would it work for you? Wann würde es dir zeitlich am besten passen? Wann würde es dir zeitlich am besten passen? What time would work best for you? Wäre dir 16 Uhr recht? Wäre dir 16 Uhr recht? Would 4 p.m. work for you? If the person answers with yes, then you can say, Super, dann komm so gegen 16 Uhr. Super, dann komm so gegen 16 Uhr. Great, well then, come around 4 p.m. Or you can also say, Perfekt, dann treffen wir uns um 16 Uhr. Perfekt, dann treffen wir uns um 16 Uhr. Means perfect, let's meet at 4 p.m. If you know you're going to be late, then it's better if you inform the person.
You can say for example, ich werde mich um 10 Minuten verspäten. Ich werde mich um 10 Minuten verspäten. I will be 10 minutes late. Or if you're a group of people, then you can say, wir werden uns wahrscheinlich verspäten. Wir werden uns wahrscheinlich verspäten. We will probably be late. And our last one, if you missed the bus, ich habe den Bus verpasst, werde den nächsten nehmen. Ich habe den Bus verpasst, werde den nächsten nehmen. You can of course say, ich werde den nächsten nehmen, but in spoken language you drop the ich and you just say, werde den nächsten nehmen. Let's repeat, ich habe den Bus verpasst, werde den nächsten nehmen. I missed the bus, gonna take the next one. That's it for today. Thank you so much for watching. If you liked this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe. Have a nice day and see you next time.